Name ist Martin Koswig, ich bin Fotograf und ich werde euch heute das Thema Color Management näher bringen. Wir sind dafür bei mir im Studio, wir werden einen kompletten Workflow durcharbeiten, vom Shooting über die Bildauswahl, Bildbearbeitung bis zum Druck. So, hier haben wir nun unser finales Bild heute Morgen aus dem Shooting. Was haben wir alles gemacht? Wir haben natürlich fotografiert, dann haben wir mit dem Spider-Checker auch eine komplette Farbanpassung vorgenommen, haben daraus ein Preset erstellt. Auf dieses Bild haben wir nach dem Weißabgleich auch den Preset angewendet, Color Check 3. Sehr schön zu sehen sind die Anpassungen in den Farben, unseren Spider-Checker. Somit kann ich auch sehr gut davon ausgehen, dass die Farben, die ich hier sehe, auch stimmen. Wie kann ich das dann am besten kontrollieren? Natürlich, indem ich das Bild ausdrucke und mal unter Normlicht 5500 Kelvin mit meinem Monitorbild vergleiche. Dafür muss ich natürlich einen Drucker haben, der profiliert ist. Das heißt, ich muss Papier anwenden, für das ich Profile habe. Das werden wir jetzt auch selbst mal erstellen. Bevor wir nun ein Bild ausdrucken, möchte ich natürlich den Drucker profilieren, damit das Bild auf dem Papier, was ich benutze, in dem Fall ist es ein Lasterpapier, farbverbindlich vom Drucker bedruckt wird. Dafür nutze ich SpiderPrint. Ich starte SpiderPrint und wähle gleich Profil für den eigenen Drucker erstellen und gehe auf Weiter. Nun möchte er von mir einen Druckernamen haben. Dann nutze ich mein altes Schätzchen, mein Epson 3880, der immer noch wunderbar druckt. Trägermaterial bzw. Papiername ist ein Premium Lasterpapier, 250 Gramm. Meine Tinte ist eine Epson K3 Tinte, da sage ich einfach nur K3. Und das Trägermaterial in meinem Fall ist nicht matt, sondern ein eher glänzendes Papier. Somit nenne ich das Glossy. Das Datum ist drin, das macht er selber. Ich gehe auf Weiter. Und sagt der Ziel, Drucken und Messen. Ja, ich möchte gerne mein Zielprofil gerne mit diesem Programm jetzt drucken. Und das ist ganz toll im Vergleich zu anderen. So, wir sind jetzt in dem Fenster der Profilerstellung. Sprich, wir wollen jetzt einen Profilchart ausdrucken. Dafür fragt er mich, welches Zielchart ich wählen möchte. Dadurch, dass ich mit dem Epson 3880 drucke, der hat K3-Tinte, wähle ich auf jeden Fall hier die hohe Qualität mit zusätzlicher Grauskala. Und nun sage ich einfach Drucken. In dem Fall fragt er mich natürlich die druckerspezifischen Werte ab. Ich möchte es gerne quer gedruckt haben. Und ich möchte gerne alle Seiten drucken. Und auf jeden Fall kurz in den Drucker Einstellungen nachschauen, ob in der Farbanpassung der Modi auch auf Epson-Modus Farbanpassung steht und nicht auf ColorSync. Bei ColorSync würde er schon irgendein Profil mit berücksichtigen. Das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen, dass es komplett neutral druckt. Somit sind wir hier komplett richtig aufgestellt und sagen nun drucken. Nun druckt er meine vier Charts direkt aus dem SpiderPrint auf meinem Drucker. Wir drücken einfach auf Weiter. Jetzt möchte er, dass wir das Messgerät, auch dass wir an dem Messgerät einen Weißabgleich ausführen. Das machen wir gerade mal. Für die kleine Messung brauche er auch kurz eine Datei. Die nennen wir jetzt auch Checker 3 und sagen Speichern. Nun öffnen wir das Fenster, um unsere Charts zu messen. Ich kann mir das Ganze einfach mal simulieren lassen, indem ich hier auf Ja klicke und dann zeigt er mir, wie ich dieses Messgerät über die einzelnen Farbcharts führe. Dann wollen wir das mal selber machen. Wir messen jetzt die Charts, genauso wie wir es gerade in der kleinen Animation im Programm gesehen haben. Wir legen dafür die Schablone auf die Charts durch. Wir gehen dafür auf das erste Feld A1, bestätigen und fahren über die einzelnen Felder. Wir bekommen immer einen Bestätigungston, dass das Feld korrekt gemessen wurde. Wenn wir die Linie durch haben, dann gehen wir auf die nächste. So, wir haben die Messung jetzt abgeschlossen, das bestätigt er mir gerade. So, gibt es hier irgendwas? Schließen und speichern. So, wir haben das Ganze gemessen, gespeichert. Wir gehen auf Weiter. Das Profil wird jetzt direkt in den Profilordner vom Mac bzw. wenn Sie mit Windows arbeiten, in den Color Management Ordner von Windows eingespeichert. So, nach dem Messen sind wir jetzt auf dem Fenster des Proof-Bereichs, zweiter Proof-Ansicht. Hier können wir auch nochmal
die einzelnen Felder vergleichen. Wie wir in Natur haben, könnten wir jetzt hier unter 5000 Kelvin vergleichen. Jetzt ist das Profil gespeichert worden. Premium Luster 250 haben wir es genannt, ein ICC-Profil. Die Software von SpiderPrint hat das auch gleich in unseren Profilordner von unserem ColorSync von Apple gespeichert. Genauso entsprechend würde das bei Windows in den Profilordner von Color Management von Windows speichern. Wir klicken auf Beenden und haben ein Profil erstellt. Sehr schön ist auch, dass wir dieses Profil, was ja unseren Drucker beschreibt, damit er farbverbindlich arbeitet, auch als Softproof-Simulationsprofil benutzen können. Da kommen wir später drauf. In den Farbeinstellungen, in der Farbanpassung, gehe ich auf andere Profile und sage, hier ist jetzt mein Profil enthalten, das müsste unter Premium Luster Photo Paper sein, hier ist es, klicke das an und sage OK und dann steht es hier drin. Und nun werden wir das Ganze drucken und um das korrekt zu drucken, haben wir natürlich auch unseren 3880, unseren Drucker profiliert mit der Spider Print Software und mit dem entsprechenden passenden Messgerät. Ich habe mir schon mal eine Schablone für einen DIN A3 mit ein bisschen weißen Rand vorgefertigt. Nun geht es natürlich im Lightroom sehr gut mit der Anpassung des Profils. Wir wollen mit dem Profil arbeiten, was wir im SpiderPrint erstellt haben. Und da haben wir hier die Möglichkeit, unter Farbmanagement in der rechten Seite im Druckmodus von Lightroom ein Profil auszuwählen. Profil vom Drucker verwalten wäre in dem Fall falsch. Wir gehen auf andere. Und wie haben wir unser Profil benannt? Wir haben das Premium Luster 250 benannt. Unter P müsste dann unser Profil erscheinen. Hier ist das. Premium Luster 250. Das wählen wir jetzt mal an. Bestätigen das. Und nun erscheint das hier. Und jetzt darf eigentlich nichts mehr schiefgehen. Nun werden wir das Ganze mal drucken. Nun fragt er hier noch nach ein paar Druckereinstellungen. Da haben wir den 3880. Wir bleiben bei den Standardeinstellungen. Im Layout haben wir die Druckreihenfolge, Blatt 1, Farbanpassung. Können wir nochmal kontrollieren. Sehr gut. Alles ausgeschaltet, alles deaktiviert, weil wir die Profilhandhabe über Lightroom steuern lassen. Dann können wir drucken. Und ich möchte euch jetzt im Photoshop mal zeigen, wie man das anwendet. Für Photoshop sitzen wir jetzt tatsächlich wieder am Hardware-kalibrierten Monitor. Den haben wir vorhin genauso mit dem Spider kalibriert. Und dann geht's mal los. Wir haben im Photoshop hier oben einen Bereich, eine Karte, einen Unterordner, der heißt Ansicht. Und über die Ansicht kommen wir gleich auf den ersten Punkt, Proof einrichten. Ein Proof einrichten, über Benutzer definiert. Und nun können wir hier ein zu simulierendes Profil wählen, zu simulierendes Profil. Wozu brauchen wir ein Softproof überhaupt? Ein Softproof brauchen wir dafür, um bei uns am Rechner, am Monitor schon ein Bild anzuschauen, wie es aus der Druckmaschine aussieht, auf der es produziert wird. Zum Beispiel bei einem Albumhersteller, bei einer Druckerei oder eben auch, wenn wir für jemanden drucken, können wir ihm nun dieses Profil per E-Mail schicken. Und derjenige kann mit unserem Profil bei sich auf dem Monitor die Druckausgabe kontrollieren. Das geht nun wie folgt. Hier haben wir zu simulierendes Gerät drin. Adobe RGB haben wir momentan, das habe ich sehr gerne drin, weil der Rechner bzw. der Hardware-kalibrierte Monitor Adobe RGB darstellt. Wozu die Softproof-Möglichkeit? Ich habe hier einfach die Möglichkeit, Profile zu hinterlegen, die ein Gerät simulieren, wo meine Bilder ausgedruckt werden. Zum Beispiel für ein Fotobuch bei einem Fotobuchhersteller oder auch bei einer Druckerei. Genauso kann ich mein Profil, was ich nun erstellt habe heute für den Drucker, kann ich als simuliertes Maschinenprofil auch Freunden geben, für die ich bei mir drucke. Die können genau das machen, was ich euch nun zeige, nämlich im Photoshop über die Softproof-Funktion anschauen, wie ihr Bild auf meinem Drucker aussieht. Ich sage nun gleich, Adobe RGB, schon gesagt, kann der Monitor auch. Es wird wahrscheinlich sich nicht sehr viel ändern, wenn ich hier von Adobe RGB nun auf mein Premium Luster umschalten werde. Das werden wir jetzt gerade mal suchen. Das müsste unter P hier drin sein. Premium Luster 250. Das ist mein Profil, was ich verstellt habe mit meiner Data Color Software. Mit dem Spider Sprint
Und nun werde ich einfach auf OK drücken. Dafür ist ein Softproof gedacht. Und genauso könnte ich mir jetzt vorstellen, dass das nicht ein iPad ist, sondern zum Beispiel ein sRGB-Albumdruck von einem Albumhersteller. Und dann kann ich mir das hier anschauen, wie es auf meinem Monitor aussieht und wie es dann später gedruckt im Album aussieht. Dafür ist die Softproof-Funktion da. Ich wähle das Data Color mal iPad 3. Dann sehen wir mal, wie es auf einem iPad aussieht. Sage ich OK. So, und hier sehen wir, dass die Farben etwas entsättigt sind. Ich schalte mal hin und her. Man kann es hier oben wieder sehen. So sieht es als Adobe RGB aus. Das sehen wir jetzt hier oben. Und so sieht es auf einem iPad aus.